Thomas Krennecke ist ein Serverhersteller, der seine Server übers Internet verkauft. Wir verkaufen unsere Server europaweit in mittlerweile über 21 Ländern. Wir haben letztes Jahr 23 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das Ganze erfolgt hier mit über 100 Mitarbeitern an unserem Standort in Freyung im Bayerischen Wald. Die IT ist ein extrem spannendes und sehr schnelllebiges Umfeld. Man muss als Unternehmen wahnsinnig flexibel sein, immer die Augen auf den Markt haben und sofort reagieren. Wir sind da eigentlich wirklich mit dem Gedanken rangegangen, wenn wir schon Hersteller sind, könnten wir ja eigentlich auch Hosting anbieten. Wir haben uns von Anfang an vorgenommen, dort ein sehr qualitativ hochwertiges Hosting anzubieten. Bei der Auswahl des Technologiepartners für unsere neuen Produkte im Hosting stand eigentlich von vornherein NetApp fest. Unser Hosting ist jetzt kein Low-Budget-Hosting, sondern wirklich das Qualitätshosting für unternehmenskritische Prozesse. Und da braucht man einfach den perfekten High-Quality-Partner. Die Thomas Krenn kam zielstrebig auf uns zu mit einem ganz klaren Gedanken. Ja, sie wollten eine Shared-Storage-Lösung, die vor allen Dingen es ermöglicht, kleine Systeme, die sie vorher immer an ihre Kunden verkauft hatten, zu konsolidieren als Dienstleistung in einem großen System. Und dazu haben wir ein Cluster aus 4 Knoten, dann fast 3240 NFS- und iSCSI-Protokollen unter Integration in die VMware-Welt und den Workflow Automator zur Verfügung gestellt. Thomas Krenn hatte sich entschieden für Cluster Data ONTAP, das ist die Zukunftsplattform von NetApp, und generiert damit eigentlich genau das, was wir weltweit im Fokus haben. Cluster Data ONTAP ist eine Scale-Out-Speicherlösung, die nächste Evolutionsstufe unseres Betriebssystems. Für uns spielt es eigentlich überhaupt keine Rolle, wie groß das Datenvolumen beim Kunden ist, ob das ein paar Gigabyte sind oder jede Menge Terabyte. Wenn das Unternehmen extrem wächst, wächst auch die Infrastruktur dahinter genauso schnell. Will der Kunde was ausprobieren, zack, habe ich einen Storage, den ich provisionieren kann, den ich beliebig hin und her schieben kann. Und das ist ein exorbitanter Vorteil, weil im Markt fressen nicht die Großen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen. Das Highlight des ganzen Projektes ist an sich tatsächlich die ganze Umsetzung gewesen, die sehr, sehr schnell durchgeführt wurde. Eben durch die Zusammenarbeit mit NetApp, sodass wir diese Lösung sehr, sehr schnell auf den Markt bringen konnten. Wir haben das große Glück, Partner, aber auch Kunde zu sein. Das heißt, wir kriegen eigentlich beide Seiten mit und können da auch ziemlich schnell Feedback an NetApp geben. Gleichzeitig sind wir als Partner auch jemand, der mit ins Boot geholt wird. Wir kriegen tolle, detaillierte Schulungen, um so einfach unsere Kompetenzen an die Kunden weiterzugeben. Ich finde, dass wir sehr, sehr gut zusammenpassen, einfach weil es einen sehr, sehr lockeren Umgang gibt, der auch gepflegt und gelebt wird. Aber vor allen Dingen auch, weil die Art und Weise, wie man sich die Cloud vorstellt, sehr identisch ist. Dass wir mit dem Cluster Data ONTAP und damit unserem Produkt Virtual Cluster Storage auf dem richtigen Weg sind, sehen wir daran, dass wir bei der Umsetzung von zum Beispiel Projekten mit der ILS Hamburg sehr, sehr positives Feedback erhalten haben. NetApp beweist deutlich, dass ein großer Konzern sehr flexibel und kundenorientiert arbeiten kann. Man sieht bei jedem einzelnen Mitarbeiter, dass die zu 100% hinter NetApp stehen, hinter dem Produkt, hinter der Qualität stehen. Zurückblickend waren die Entscheidungen die richtigen, sich mit und für NetApp zu entscheiden. Speicher wird immer wichtiger und intelligentes Speichern wird immer wichtiger. Dahingehend wird die Partnerschaft mit NetApp wahrscheinlich immer enger werden, um einfach unseren Kunden die perfekte Lösung anbieten zu können.